Mit dem neuen Arion 400 bietet Klaas einen echten Allrounder an. Mit seinem geringen Leistungsgewicht und bis zu 125 PS finden Traktoren dieser Klasse immer ihren Platz. Egal ob mit Frontlader, im Grünland, als Pflegeschlepper oder für leichte Bodenbearbeitung. In allen fünf verfügbaren Modellen ist ein 4,5 Liter Vierzylinder John Deere Motor mit Common Rail Einspritzung verbaut. Die CIS-Modelle der 400er Reihe haben einen Motorboost und bringen somit mehr Leistung. Im Test haben wir das Topmodell der Reihe, den Arion 430 CIS, mit 125 PS Maximalleistung genauer unter die Lupe genommen. Das Quadra-Shift-Getriebe hat 16 Vor- und 16 Rückwärtsgänge. Das Ganze aufgeteilt in vier Gruppen mit jeweils vier Lastschaltstufen. Reversiert wird über die Reverse-Shift-Wendeschaltung links vom Lenkrad. Beim Schalten gibt es zwei Möglichkeiten. Hier der Schalthebel mit integriertem Handgas. Mit den Knöpfen werden die Lastschaltstufen geschaltet. Drückt man dazu die Wippe, können Gruppen übersprungen werden. Die zweite Möglichkeit zum Gangwechsel ist der Joystick. Hier sind zwei elektrische Steuergeräte integriert und ein Wippschalter für das Getriebe. Ideal für komfortables Frontladerarbeiten. Mit der per Knopf zuschaltbaren Schaltautomatik werden Lastschaltstufen und Gruppen selbstständig durchgeschaltet. Zwei weitere mechanische Steuergeräte stehen zur Verfügung. Die zwei Hydraulikpumpen bieten bei Parallelschaltung mittels Knopf bis zu 98 Liter in der Minute. Im Heck hebt der 430er Arion 6,5 Tonnen. Die Bedienung der Heckhydraulik erfolgt über die rechte Konsole. Auch Hubhöhenbegrenzer, Senkdrossel und Einstellung der Regelhydraulik sind hier integriert. Die Bedienung am Kotflügel für Kraftheber und Zapfwelle ist serienmäßig verbaut. Vier Zapfwellengeschwindigkeiten plus Zapfwellenautomatik stehen zur Wahl. Mit 4.900 Kilogramm Eigengewicht und einem zulässigen Gesamtgewicht von 8,8 Tonnen sind knapp 4 Tonnen Zuladung möglich. Im CIS, Klaas Informationssystem, lassen sich beispielsweise Hydraulik- und Getriebeeinstellungen vornehmen. Ein langer Radstand von 2,66 Meter und eine 50-50 Gewichtsverteilung sorgen dafür, dass der Schlepper auch bei Frontladerarbeiten und mit schwerem Anbaugerät stabil steht. Wer mehr über den Arion 430 CIS erfahren will, kann das in einer der folgenden Ausgaben des DLZ Agrarmagazins erfahren.